Ja, die nächste Folge PewDiePie Legend of the Profis ist wieder da. Und ja, ich habe jetzt endlich das Silvenrohr. Also nicht das Silvenrohr, ja, sondern unsere Fähigkeit gewechselt. Und ich hoffe, die ist so cool. Was? Das war's? Dafür haben wir jetzt unser ganzes Ersparnis ausgegeben. Dafür haben wir jetzt wirklich unser ganzes Ersparnis ausgegeben. Na gut. Kann ich ja nicht beeinflussen. Hat auch fast habe ich nicht getroffen. Fast hätte mich nichts getroffen. Wow, wo bin ich denn da jetzt? Das Labyrinth des Grauens oder was ist das? Ich hole mir einfach mal wieder Herzen von der Monstergrabe. Nicht Monstergrabe, unsere Heilgrabe. Sorry, Foto. Warte, ich möchte auf den Knopf steigen. Was das überhaupt ein Knopf ist, keine Ahnung. War jetzt so geistig getroffen worden. Dann bin noch im letzten Moment. Ja, ich konnte den Alien besiegen. Mann, wie komme ich denn jetzt wieder auf die. Ich will doch nur. Ja. So, und jetzt der große Sprung. In die. Den Safe-Punkt soll ich mal schon holen. Kiste. Ah, was? Nein! Ah, okay. Klingt ja zum Glück nicht oder ist nicht so giftig wie die Hundefürze. Die wir natürlich aus Sicherheitsgründen jetzt im Weltall deaktivieren mussten. Deswegen. Die sind zu gefährlich. Diese Fürze sind viel zu gefährlich. Jetzt erst das Terminator-Fass ausschalten müssen. Komm, wir gehen noch runter und holen uns jetzt noch die Münzen. Schnell, 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 schnell. Heiß, 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 heiß. Schnell, schnell, schnell. Heiß, 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 heiß. Oh, geschafft. Einfach mal wieder da drauf. Oh, oh, das ist ein bisschen. Jetzt geht's. Nein! Warum komme ich da? Ah, okay. Jetzt geht's aber. Haha. Deckung gehen, Deckung gehen. Bei Meteoriten haben sie immer auf mich abgesehen. Ich weiß, ich bin zu cool. Oh, okay, das geht sich auch so aus. Deswegen! Will uns die ganze Galaxis irgendwie umbringen. Warum, weiß ich nicht. Ich hoffe, die Lösung können wir jetzt bald. Unsere Fässerfreunde sagen. Bis jetzt ist noch nichts so eine Schwierigkeit geworden. Ah, okay, die kann ich gar nicht. Und dann gibt es da einfach nur ein blödes Herz. Und ich habe gedacht, es gibt da noch einen Konflikt zum Einsammeln. In dieser extra Ecke. Gab es aber nicht. Diesen extra Flicken, den gab es halt nicht. Nicht. Ja, man sollte auch unbedingt mal die Elektrik reparieren. Sehr gefährlich. Wenn da zum Beispiel irgendeiner hineingreift, da könnte sich schon ordentlich wehtun. Erstes Alien besiegt. Oh, da gibt's vielleicht. Was ist hier? Hier jetzt ein Flickern? Ich hoffe ja. Jawohl! Markiplier Flickern!
Wohin müssen wir jetzt? Nein, den wollte... Oh, ich habe ihn noch... Ich habe natürlich noch einen Headshot verpasst. Ah, okay. Es geht... Pass auf, sonst haben wir gleich einen neuen Haarschnitt. Aber den Preisen heutzutage... brauchen wir sich sicher keinen neuen Haarschnitt machen. Lassen. Schnell, schnell, schnell. Rauf, rauf, rauf. Fässer! Okay, ist nichts geworden. Nochmal. Jawohl, alle Münzen nochmal bekommen. Schnell, Fässer. Perfekt. Dann kramen wir mal aus, was unter dem Mondgestein so liegt. Nur wieder ein paar Herzen. Aber wir haben noch unsere Doktorkrabbe. Warum denn nicht? Oh. Schöner. Ja, das war zu klar. Nice! Wir sind trotzdem tot. Das ist viel zu schwierig. Ja, nice. Ich glaube, ich brauche jetzt doch noch ein paar mehr Versuche. Wie schafft man das? Na, das hätte ich jetzt aber auch so... Yo, nice! Warum nicht? Ja, wie schafft man denn das? Wie schaffe ich das? Ja, komm, da muss ich gleich nochmal rein. Puh, wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das, ohne dass ich... Ah, Moment mal. Genau. Ja, einfach durchgehen, gar nicht springen. Foto! War jetzt so klar, dass nur mit mir wieder das passiert. Ja. Gut, ich habe den Bogen jetzt aber raus. Ich habe den Bogen jetzt echt raus, wie das funktioniert. Und zwar diese grünen Plattformen werden ja einmal heller und einmal dunkler. Diesmal, wenn es dunkel ist, dann können wir durchgehen. Ja, es wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ist ein schwieriges Level. Für die meisten wahrscheinlich gleich erledigt. Und für mich gerade die absolute Qual. Ich weiß gerade gar nicht, warum ich das gemacht habe. So blöd. Guckt euch das doch mal an, wie ich mich gerade anstelle. So, das schaff auch nur wieder ich. So, was schaff auch nur mal wieder ich. Okay, einfach durchgehen. Vorsichtig runter. Und... Ne, das passt schon so. Das ist mir gerade eigentlich ein bisschen... Geschafft. Okay, ich bin zufrieden. Mit meiner Arbeit. So, dem Skelett. Könnte eher eine verpasst. Weil es ist echt nicht lustig. Headshot. Ja, ich riskiere lieber einen Stromschlag. Lieber noch einen Stromschlag. Als mich da unten in diese Spitzen wieder zu stürzen. Geschafft. Bam. Weiter geht es. Ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu. Wir haben wieder mal Flicken gesammelt. Perfekt. Oder was? Warte mal. Nur den einen Flicken? Nee, der ist auch neu. Der Fledermaus. Oh.
Und unsere zwei Freunde, der Cry. Der ist überhaupt total cooler Cry. Die Charaktere, wir können schon wieder unsere Herzen auffüllen. Ah, da hätten wir auch noch die freikaufen können, schon um 500. Mann, zu dem bin ich noch gar nicht gekommen. Ach, das ist echt ein Zutrofer, aber dafür haben wir jetzt genug Herzen, die brauchen wir irgendwie. Es geht auf jeden Fall nur noch nach oben. Ich hoffe, wir sind dann jetzt richtig. Was ist das hier? Warum sind so viele Leute eingesperrt und warum überall die gleichen? Verstehe ich da irgendwas nicht? Gibt es hier irgendwas zum Verstehen? Ah, okay. You've done well to come all this way. Ja, danke. As you can see, I've contained all your fans. All that is missing is you and the legendary prophet. It doesn't work that way. Er wird schon noch sehen, dass das nicht funktioniert. Und wie kann ich auf ihn raufspringen? Ah, ich muss so ein... Ich glaube, ich muss so einen Mega-Jump machen, oder? Oder wie mache ich dem jetzt Schaden? Genau, so springe ich ihm auf den Kopf. Ah, er hat sogar meine ganzen Fans verschlungen. Jetzt verstehe ich. Oh oh, nicht so nett. Nicht so nett. Ah, okay. Okay. Ich verstehe das Lesesystem trotzdem noch nicht. Aber mit einfach gut Glück werde ich nicht getroffen. Und das hat auch so jetzt ziemlich funktioniert. So, unser Freund, der König. Ja, der Adlerkönig, das Königsfass. Einfach einen Headshot verpassen, in der Hoffnung, dass wir nicht vom Fass erdrückt werden. Und ich brauche unbedingt mal Leben. Wow, 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 wow. Fass ist böse. Das Fass ist böse. Unser Fass ist böse. Oh, das ist aber noch einfacher als diese Lasershow, die gerade war. Warum treffe ich diese dämlichen Fässer? Wow. 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 Nein, warum? Komm schon, komm schon. Oh. Das Fass ist wieder böse. Ich brauche noch ein paar Herzen. Ach so, okay. Ich muss da... Mann, ich verpulvere gerade meine ganzen Herzen. Der Hund soll, ja, mir noch helfen. Ich habe nur noch ein einziges Herz. Ich möchte noch nicht sterben. Ich bin noch viel zu jung. Und ich habe keine Fans mehr.
Mein letztes Herz. Gut, das war's mit mir. Ich hab's versaut. Ich habe es verbockt einfach nur. Und ich verbock schon wieder. Dieses Mal mit mehr Konzentration. Da ist er jetzt. Unser König. Noch ist alles easy. Es gibt keine Probleme. Und natürlich bekommt jetzt Kopf wieder König. So, ich setze gleich mal unsere Grabe ein, dass wir ja alle Herzen voll haben. Weil jetzt versuche ich es dann. Ja. Ah, genau. Jetzt kapiere ich das jetzt. Und dann. Jetzt kann ich vielleicht ein paar Herzen noch sparen. So ungefähr. Na gut, okay. Das war mal mein erstes Fehlerherz. Perfekt. So weit, so gut. Mitte. Passt. Rüber. Gut, ich konnte mir auf jeden Fall jetzt mal einige Herzen ersparen. Perfekt. Perfekt, okay, das, ich habe zwar einen Schaden gerade bekommen, aber das ist mir eigentlich egal. Ich habe ihn jetzt sehr gut erwischt, jetzt kommt das Feuer. Wir haben noch genug Herzen. Okay, das war's. Gerade vorhin habe ich da kein einziges Herz eigentlich verloren. Jetzt verbocke ich das irgendwie. Ach, da draußen, unser größter Fan der Stadt. Traut noch immer. Ich muss aufhören, so unnötige Herzen zu verlieren. Einfach mal schnell die Grabe holen. Dann geht uns seine Fähigkeit einfach mal am Arsch vorbei. Da ist noch ein Herz. Na, oh, ich hab's, glaube ich, noch bekommen. So, und das habe ich jetzt auch verstanden. Gegen den Uhrzeigersinn. Mann. Ich verstehe es einfach nicht. Wie kann man nun mal wieder so fehlen wie ich? Puh, komm schon. Ich brauche gar nicht mehr viel. Oder muss ich jetzt noch ein paar Fässer töten? Nice, ich bekomme wieder ein paar Herzen dazu. Alter! Alter! Mann! Nein! Ja, ich hab noch meine Hundebabys. Verdammt, ich hab gar nichts mehr. Oh ja. Puh. Verstehe es nicht. Ja. Hat das was gebracht? Nein. Es geht noch weiter. Oh, meine Fans sind frei. Wir bündeln die Kraft unserer Fans zu einem riesengroßen Brofist. The legendary Brofist.
did you do that? I got the fans. I should get the power. Can't get the legendary Brofist by force. Because it's in your heart. Oh, in unserem Herzen. You are empty inside. Of course I'm empty. I'm a barrel. You should never mess with the bros. Sammle alle Fans an. Nice. Und jetzt haben wir die Welt gerettet. Der Stein da draußen ist noch immer traurig. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Finaler Showdown. Geld gab's auf jeden Fall genug. Nice! Okay, ich kann nicht viel dazu sagen. Auf jeden Fall haben wir jetzt PewDiePie, Legend of the Brofist, durchgespielt in den Hauptrollen. PewDiePie ist nämlich klar. Marzia. Markiplier. Kinemon. Toastcan. Jacksepticeye. Und Cryartic. Ich hoffe, dass passt so, weil ganz ehrlich gesagt, diese Leute kenne ich nicht alle. Auf jeden Fall haben wir das Spiel jetzt doch durchgespielt. Es ist endlich am Schluss. Ja, hat nicht lange angedauert, dennoch war es einfach nicht schlecht. Hat sich gelohnt. Ich kann es nur weiterempfehlen. Holt es euch, wie ihr es euch holen könnt, steht in der Beschreibung. Und wie ihr das Ganze noch am PC zocken könnt, so wie ich auch. Steht alles in der Beschreibung, guckt einfach da mal rein, lest euch da mal ein bisschen durch, ja, dann erfahrt ihr auch den ganzen anderen Rest. Und ich kann nur sagen, gucken wir uns nochmal diesen lustigen Abspann an und noch einmal ein ganz großes Lob an die Macher davon. Oder den, der, die Macher, ja, auf jeden Fall. Sehr cooles Spiel für so zwischendurch, ganz nice. Und ja, schaut auch bei mir beim nächsten Mal wieder ein, wenn es irgendwas Lustiges, Spannendes oder dennoch Neues zum Erforschen gibt. Ja, Yennefer. Dich haben wir vermisst. Ansonsten jetzt noch viel Spaß mit dem kurzen Abspann. Und wir sehen uns dann einfach bei irgendeinem anderen Game hoffentlich wieder. Und haut rein. Das ist mein Legendary Blowfist. Na, 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 na. Wir danken unseren Bros für all die Unterstützungen für PewDiePie, Legend of the Brofist.